Damit kann ich arbeiten. Haben irgendwelche hohen Tiere? Ach, die sind immer so anstrengend.
durch. Wir rosten ein. Was war das denn? Jawohl. Ich erwarte einen... Eine tote Kameradin. Du bist verhaftet. Bewegung nix. Sie haben es auf uns abgesehen. Bei der Turbine an. Ah, darauf hätte ich auch selbst kommen können. Oh, und sie sind nicht geladen. Sie halten vielleicht nicht lange. Das war's. Ha, los geht's, Nix. Gut festhalten. Versperrt. Das sollte kein Problem für dich sein. Ich meine, du bist ja ziemlich gut in sowas. Nein, also doch, bin ich. Ich dachte nur, dass atmosphärische Beschleuniger leichter zu beschaffen sind. Ich wurde nur diesen einen gebaut. Er ist im Konverterraum an der Spitze des Windfängers. Hat das Imperium ihn gestohlen? Ich habe ihn gegen ein paar andere Teile eingetauscht. Ich wusste ja nicht, dass sie damit den Wind umleiten und unsere Farmer nichts mehr davon abbekommen. Tja, die gute Nachricht ist, dass sie nicht mehr lange was davon haben. Halt dich fest, Nix. Mehr Magnetstörer wären nicht schlecht gewesen. Kannst du mal den Knopf drücken, Nix?
habe ich das Gefühl, dass du das Teil gar nicht brauchst, um meinen Gleiter aufzumotzen. Tja, Standardware hätte es auch getan. Aber dieser Beschleuniger hat deutlich mehr Wumms. Das werden wir ja sehen. Thank you.
Das muss er sein. Ich hab deinen Beschleuniger. Sieht aus, als würde hier ohne ihn gar nichts mehr funktionieren. Ich hab doch gesagt, das Ding hat Wumms. Und hey, jetzt wo der Wind wieder normal weht, hast du auch deinen Ausweg. Ja, ich schüttel's einfach ab. Bist du bereit? Was habe ich dir gesagt, hä? Ganz einfach. Ich hätte das Teil nie bauen sollen. Immerhin dient es ab jetzt einer guten Sache. Gut ist etwas übertrieben. Also, ich mag dich deutlich lieber als das Imperium. Wo ist dein Gleiter? Ich muss nur noch den Repulsor anschließen und das war's schon. Jetzt kann man auch locker zu zweit drauf fahren. Oh, wirklich? Ich meinte deinen kleinen Freund hier. Ah, ja, ich auch. Genau den habe ich gemeint. Danke. Ich muss los. Wir sehen uns, Kay.
Das ist schon besser.
Alex, jetzt kein Mucks. Patrouille, bitte melden. Ende. Sektor 6. Ende. Siehst du was? Kein Zutritt für Unbefugte. Bleib. Was ist das denn? Du hast keine... Überraschung. Ist hier jemand? Was? Wow! Halt dich fest, nix. Thank you.
bereit, Nix. Ems. Ärger voraus. Jawohl. Mache Meldung, wenn Probleme auftreten. Ist jemand in der Nähe? Sieht aus, als wären die Imperialen und die Piraten beschäftigt. Haltet sie auf! Hinterher! Wenn uns keiner sieht, schießt auch keiner auf uns. Hier drüben! Los, Nix! Die sind hinter uns her! Hab sie!
Halte ich fest, nix. Ich habe alle möglichen Teile für Ihren Glas. Sie kommen wieder, ganz sicher. Wollen Sie sich mal umsehen? Kommen Sie allein zurecht?
Danke. Wunderbar. Man sieht sich. Hallo. Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt. Bauen wir sie ein. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Das Schiff sieht gut aus. Thank you.
sicher, dass es fliegt, Wacker? Das wird sie. Das wird sie wahrscheinlich.